Bevor wir gleich zu der kleinen Übung kommen, die ich Ihnen versprochen habe, vielleicht noch eine Ausweitung des Rollenmodells der Persönlichkeit. Die Transaktionsanalyse hat sich ja dadurch ausgewiesen, dass sie ein Persönlichkeitsmodell jetzt grafisch entwickelt hat, mit dem man Kommunikation formulieren kann. Also Eltern-Ich wendet sich an Kind-Ich oder an ein anderes Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich an Erwachsenen-Ich. Und das Tolle an der Idee von Eric Byrne war, es ist wichtig zu verstehen, aus welcher Wirklichkeitsperspektive jemand handelt und welche Wirklichkeitsperspektive in einem anderen ich aktivieren will, um zu verstehen, wie wir dann kommunizieren. Das war eine revolutionäre Grundidee. Und Eric Byrne hat sich auch damit beschäftigt, das haben wir in der TA-Ausbildung geübt, wie kann ich ein Kind nicht ansprechen, wie kann ich ein Eltern nicht ansprechen, wie kann ich die Verweigerung des Aktivierens eines Eltern-Ichs behandeln, wenn derjenige einfach jetzt funktional gesprochen nicht in eine beschützende oder kontrollierende Funktion geht. Sie haben mich gerade auf das Thema Macht angesprochen, wie kann ich jemanden, der die organisatorische Macht hat, aber sie nicht benutzt, aktivieren, dass er seine Machtfunktion nutzt, um seine Aufgabe zu erledigen, die er zu erledigen hat, und nicht versuchen, das über Gewinnung von Sympathie zu machen, was eigentlich viel einfacher und effektiver mit Macht zu machen ist. Also dieses Kesexis, den anderen zu wissen, aus welcher Perspektive man kommuniziert, worin man den anderen adressieren möchte und dass das danach auch zusammenpasst. Und wenn wir auf verschiedenen Sternen loskommunizieren, dann brauchen wir die Kommunikation gar nicht untersuchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die klappt, ist sehr gering. Und dieses Zusammenspiel von Verstehen, aus welchen Rollen heraus ich handle und was das mit den Bühnen, auf denen ich spiele und den Welten, in denen diese Bühnen aufgebaut sind, zu tun habe, das zu benutzen, um Kommunikation verständlich zu machen, das habe ich als Schema von der TA übernommen. Und dann kann man solche Analysen machen, wie man sie hier zum Beispiel sieht. Das ist jetzt klassische Transaktionsanalyse auf dieses Konzept übertragen. Chef kommt zu seinem Mitarbeiter, Chef ist Techniker, Mitarbeiter ist Psychologe, aber aus irgendeinem Grund ist Chef als Techniker Leiter der Bildungsabteilung geworden und Psychologe ist Bildungsmitarbeiter in dieser Abteilung. Und jetzt will Chef mit Mitarbeiter Produktentwicklung dieses Bereichs und Strategie im Umgang mit der Firma besprechen. Das ist Transaktion 1, Chef aus der Organisationsrolle, aus jemand, der Strategie definieren und mit anderen abklären muss, wie sie sich positionieren wollen, spricht den Mitarbeitern an, seinen Untergebenen. Und der antwortet zunächst damit, dass er sagt, ja, wenn Sie wollen, mache ich Ihnen einen Vorschlag, wie aus meiner Sicht die Strategie aussehen könnte. Also klar, ich arbeite Ihnen zu in Ihrer Chefrolle noch. Dann sagt Chef, ja, ich habe mir das so vorgestellt, dass wir die verschiedenen Absatzbereiche, für die Sie tätig sind, dass Sie mal gucken, was dort die Produkte sind, die gut funktionieren und wir klären, ob die wirklich einen Wert dort haben und ob wir die breit ausrollen können als Strategie in unserer Abteilung. Jetzt kann es passieren, dass der andere jetzt aus einer Organisationsrolle, ich Mitarbeiter, der dir zuarbeitet, durchaus sachkundig, bei der Definition einer Strategie, ich fange jetzt an zu argumentieren, dass das die gar nicht wissen können. Das können nur Psychologen wissen. Und ich bin ja schließlich der Psychologe und du bist ja nur der Techniker. Also er fällt in der Kommunikation aus der Rolle und fängt jetzt mit mir ein Fachgespräch an, was, wenn ich das gehabt haben wollte, ein guter Diskurs sein könnte. Aber bezogen auf das Kommunikationsziel und dem, woraus ich angefangen und den anderen eingeladen habe, ist es eine Entgleisung der Kommunikation und die merken das oft nicht einmal. Und wenn der Chef das dann auch nicht merkt und vielleicht so ein paar Minderwertigkeitskomplexe bezüglich seiner Fachlichkeit im Hintergrund sind, fängt dann an, ganz unbeholfen fachlich
zu argumentieren, warum aber doch das, wie er die Position aufstellen möchte und auch der Geschäftsführung vorschlagen muss, warum das eine gute ist. Und dann verheddern die sich endlos. Viel wichtiger wäre gewesen, der Chef kapiert, der verlässt jetzt seine Rolle und ich muss sagen, Sie dürfen gerne dazu Meinung haben und ich brauche Ihre Fachkompetenz für die Umsetzung der Strategie, die wir definieren. Aber meine Aufgabe ist sicherzustellen, dass wir ein transparentes und verlässliches Konzept haben, das wir auch nach außen vertreten. Und da höre ich mir gerne an, welche Vorschläge Sie haben, aber am Ende entscheiden muss ich in Abstimmung mit meiner Führungslinie. Und dann wird der andere hoffentlich, wenn es gelingt, wieder aktiviert. Ah ja, ich bin ja jetzt nicht in meinem Psychologenstolz gefragt gewesen, sondern ich bin gefragt als jemand, der mitbeurteilen soll, wen haben wir hier an Bord, was will das Unternehmen, welche Rolle können wir da spielen, wie können wir sicherstellen, dass wir nicht wegrationalisiert werden, wenn die nächste Welle kommt und ist plötzlich in einer ganz anderen Welt der Beurteilungskriterien und kann ganz anders kooperieren. Und da gibt es viele, viele Entgleisungen, und die werden auf der Inhaltsebene diskutiert. Aber es hat sehr oft damit zu tun, dass die Menschen kein Rollenbewusstsein haben und keine klare Klärung, auf welcher Rollenebene sie eigentlich im Moment überhaupt handeln. Und dafür kann man so ein Schema, das löst natürlich die Probleme nicht, aber es gibt den Leuten die Möglichkeit, Ordnung in ihre Betrachtungen zu bringen, wenn sie das wollen. Also ich stelle fest, dass es manchmal auch keine klaren Ansagen gibt von dem, der die Kommunikation beginnt, in welcher Rolle das Gegenüber eigentlich antworten soll. Ja. Ja, also es ist nicht nur, ich antworte in einer anderen Rolle, weil ich da reingefallen bin oder meine, die jetzt wäre aus meiner Sicht die angemessene. Oder die Rolle wechselt mittendrin. Oder so, sondern es ist auch manchmal nicht klar, mit welcher Intention ich angesprochen werde. Ja, und da ist einfach, was wir denen zum Beispiel vorschlagen, dass sie sich üben, bevor sie anfangen, zur Sache zu reden, sagen, aus welcher Perspektive sie reden und wen im anderen sie ansprechen möchte. Also, dass der Mitarbeiter jetzt nicht sagt, Chef, ich will mit Ihnen mal diskutieren, ob wir zu viel Psycho- oder zu wenig Psycho-Orientierung hier haben, sondern dass jemand sagt, Chef, ich habe bestimmte Interessen, was ich gerne hier machen möchte und ich habe Vorschläge, wie man das andocken könnte und ich brauche Sie als Chef, der verantworten muss, was ich hier tue, ob ich die Autorisierung von Ihnen kriege, das zu machen. Ne? Dann positioniert derjenige, obwohl er eine fachliche Idee hat, sich sehr klar als Mitarbeiter in dem Kontext der Abteilungssteuerung, wofür er den anderen in seiner Rolle braucht. Und dann steigen die Chancen einfach, dass der andere nicht rumredet, machen Sie mal, Sie sind doch der Psychologe hier, und dann macht der mal und dann sagt er, aber das habe ich nicht gewollt. Ja. Und das ist einfach, da gibt es einfach viel ausdrückliche Didaktik, auch einfach der guten Zusammenarbeit und die kann man üben durch eine Didaktik des guten Lernens in den professionellen Weiterbildungen. Und dafür machen wir Konzepte und Methoden. So, jetzt hatte ich Ihnen aber noch ein kleines Schema versprochen, das muss ich jetzt gerade mal suchen. Das war jetzt in dem Beispiel, für das es die Illustration ist, dass es sein kann, dass hintergründig da noch ganz andere Prozesse zwischen den beiden laufen. Deswegen ist das in diesen Dotted Lines. Also sagen wir mal, vordergründig sieht es aus wie eine Entgleisung der Rollenkommunikation zwischen Organisationswelt und Professionswelt. Im Hintergrund könnte eigentlich sagen, der alte Sack. Jetzt sei das der Abtritt, hat keine Ahnung. Und der andere merkt im Hintergrund ziemlich genau, aha, den da, du wirst schon sehen. Noch kann ich. Und das waren in diesem Beispiel diese Dotted Lines. Oder was ich jetzt in dem Vortrag heute gesagt habe, Dinge, die hier in dem Rollenmodell natürlich überhaupt gar nicht aufgehoben sind, dass da hintergründig mythologisches Zusammenspiel ist. Also ein Beispiel, das habe ich mal dokumentiert in einer Falldarstellung, da waren zwei Chefs eines Beratungsunternehmens, die hatten das hochgezogen und hatten 200 Mitarbeiter, hochprofitabel, hoch erfolgreich, einige Jahre her.
Und plötzlich sind die in größte Turbulenzen miteinander gekommen, haben sich gefragt, wie konnte ich mit diesen Menschen die ganzen Jahre, ich habe mich völlig getäuscht in dem. Und in der Transaktionsanalyse nennt man das Lebensskriptarbeit. Wir haben dann rausgearbeitet, in welchem Lebensentwicklungskontext haben die beiden sich gesteuert. Und beide, ich muss machen es sehr kurz, beide kamen aus einfachen Verhältnissen. Und der eine hatte, beide wollten nie mehr arm sein. Und dafür haben sie gearbeitet. Aber beim einen war die familiäre Mythologie, und wenn du es geschafft hast, dann darfst du dir es gut gehen lassen und was anderes noch im Leben machen. Und in der anderen Familie war, und wenn du es geschafft hast, dann mach den Sprung. Und der wollte an die Börse mit dem Unternehmen. Und der andere wollte es jetzt kürzer treten. Und plötzlich haben sie gedacht, haben wir uns ineinander getäuscht? Nein, hatten sie nicht. Die hatten bisher in diesen Dotted Lines zueinander passende Lebensentwürfe, die an der Stelle voneinander abgebogen sind, und die haben das einfach nicht gewusst. Und sie stoßen jetzt da dran. Und da kann es dann manchmal sinnvoll sein, hinter diesen Rollenklärungen dann solche seelische Kontrakte, diese Magnetfelder, die bisher gut zusammengepasst haben und plötzlich sich in verschiedene Richtungen entwickeln, darüber dann Kommunikation anzustellen. Und das war ganz großartig, hat die so erleichtert, weil die waren dabei, die Firma zu ruinieren in ihrem Kampf, in Enttäuschungskampf, den sie miteinander haben. Und der eine ist dann rausgegangen und der andere ist tatsächlich an die Börse, ob das so gut war. Damals war das ja auch ein bisschen eine Manie, an die Börse zu wollen. Aber die haben dann getrennt ihre Wege fortgesetzt, ohne Bitterkeit gegeneinander. Und konnten gut finden, was sie bisher gemacht haben, und haben erst jetzt erkannt, dass die Pläne nicht länger komplementär waren, sie es halt nur bisher nicht gewusst haben. Das wäre auch für manche Ehe gut. Dann brauchten wir nicht so viel Rosenkriege. Aber jetzt diese kleine Übung, das kleine Konzept. Das ist ein Konzept, das habe ich übernommen von dem Psilocybin-Forscher Roland Fischer. Der hat gesagt, wir bewegen uns alle in so einem normal temperierten Bereich im normalen Leben. Und da können wir uns auch ganz wohlfühlen und funktionieren auch ganz gut. Und dann wollen wir etwas Intensives erleben und zu uns finden. Und da gibt es nun Menschen, die in ganz verschiedene Richtungen gehen, nämlich die eine erhöhen dann die Intensität, während die anderen ganz still werden. Also ich bin zum Beispiel ein Intensitätsminderer. Wenn es für mich wichtig ist, möchte ich Komplexität und Lautstärke, Geschwindigkeit und Energieniveau vermindern, um die Essenz spüren zu können. Da wird es dann meiner Frau langweilig. Wenn meine Frau was sich spüren möchte, dann möchte die heftig sich ausdrücken und gucken, wie ich reagiere, und ruhig übertreiben, damit ich es auch wirklich verstehe. Und verstehe dann nicht, dass es, anstatt dass ich darauf mit Essenz reagiere, es bei mir die Sicherung raushaut. Das ist so in dem Bild, so sie ist mehr Richtung Starkstrom unterwegs, ich bin mehr so elektronisch. Und das ist nicht gut oder schlecht, das möchte ich am Beispiel von Meditationstechniken zeigen. Und deswegen dieser Kreis, der am Ende zusammenkommt, man kann sich in der Essenz damit durchaus finden, aber die einen, die sitzen da im Zen-Lotus-Sitz und werden ganz still und finden sich dadurch. Und die anderen machen Tanz der Derwische und können sich dadurch auch finden. Nur, das kann man nicht gleichzeitig. Wenn zwei Menschen, die ihren Normalbereich verlassen wollen und jeder etwas Wesentliches finden möchte und den anderen einbeziehen und die da zwei verschiedene Typen sind, dann wird es sehr schwer. Und da kann sehr schnell häusliche Gewalt draus werden oder unternehmerische Gewalt. Und was ich gelernt habe, auch jetzt durch Psychotherapieausbildung und diese Training, dass wenn Leute hochschalten und ich merke, die brauchen das, obwohl es meine Art nicht wäre, kann ich mitgehen. Und ich kann auch hochfrequent mit denen arbeiten, weil sie das brauchen. Also ich habe meinen Range erweitert, so wie mit ich es. Aber ich muss das nicht jeden Tag haben. Wenn ich die Kultur, die ich um mich verbreite, lädt mehr dazu ein, dass Menschen zu besinnlich werden, wenn sie zu Wesentlichen kommen, weil es besser zu mir passt, nicht weil es besser ist. Und
Ich habe aber auch gelernt, in beiden Dimensionen reflexhafte Reaktionen von wirklicher Qualität zu unterscheiden. Das heißt, es gibt ja Menschen, die, wann immer ihnen der Normbereich langweilig wird, einfach eine Schippe drauflegen. Exaltiert, hektisch und sonst wie. Und das hat aber mit Substanz gar nichts zu tun. Also die müssen dann lernen, zurückzuschalten, oder sie müssen lernen, so in Intensität zu gehen, dass sie daraus wirklich damit zu etwas kommen, und dann bauen sie einen erfahrenen Führer, der sie in diesem Prozess begleiten kann. Aber es gibt auch Leute, die, wenn es schwierig wird, werden die immer stumm und starr. Man denkt, ja, der meditiert aber vielleicht ist er einfach, trillt er einfach nur, würde man im Schwäbischen sagen. Er schaltet sich innerlich ab. Also nur weil einer ruhiger ist, heißt es noch lange nicht, dass er zu irgendeiner Essenz kommt. Also da muss man, dann ist es auch gut, wenn man als professioneller Begleiter eine Urteilsfähigkeit entwickelt. Und es ist gut, wenn man merkt, wie man sozusagen in dem Wunsch, Normalbereiche zu verlassen und zu etwas Besonderem zu kommen, am Ende eigentlich mit dem Wunsch, zu sich zu kommen, dann auch reflexhaft Intensität erhöht oder vermindert, auch wenn das an der Stelle, in der Rolle, in dem Kontext überhaupt nicht funktional ist. Und das ist ein ganz einfaches Konzept zunächst, aber Sie sehen schon an diesen Kombinationen mit anderen Überlegungen, was für differenzierte Selbststeuerungskonzepte man daraus ableiten kann und was man als Lehrer und Berater und als Führungskraft differenziertes Urteilsvermögen braucht, um festzustellen, ob derjenige damit aus der Normalbereich in eine gewisse Exzellenz kommt, die wir dann vielleicht integrieren können, um uns voranzubewegen, oder ob derjenige einfach, weil ihm es zu mühselig ist, seine Hausaufgaben zu machen, jeden Tag eine neue Idee hat. Es gibt ganze Abteilungen, die da sehr ungleichgewichtig in der einen oder anderen Richtung unterwegs sind. Es gibt Abteilungen, die immer Ruhe bewahren und alles ganz ordentlich machen und so, und die kommen zu keiner Essenz vielleicht damit. Es gibt Abteilungen, die einfach immer Aufregung machen. Also das, was man in der Transaktionsanalyse beeil dich Antreiber betrifft. Hektiker, die also intensitätstrunken sind, während die anderen sind ruhetrunken. Aber beide sind besoffen. Und da müssen wir lernen, sie auf gute Weise zu ernüchtern oder maßvoll zu trinken, dass es ihnen auch gut bekommt und den anderen mit. So, das war das kleine Konzept. Sie sind jetzt wieder eingeladen, einmal sich selbst. Und interessant ist natürlich, wenn die beiden Systeme dann zusammenkommen. Ne? Da ist vorne die Entwicklungsabteilung, die sagt, los ins 23. Jahrhundert. Da ist hinten die Controlling-Abteilung, die sagt, demnächst laufen wir gegen die Wand, weil die nächsten Kredite nicht nachkommen und niemand die Maintenance macht, weshalb wir große Verträge gekündigt kriegen, weshalb wir in Finanzschwierigkeiten kommen und so weiter. Also man kann das auf ganz viele Bereiche ausdehnen, diese sehr einfache Überlegung. So, und jetzt sind Sie eingeladen auch, nehmen Sie mal 6 Minuten oder sowas, mal nochmal sich selbst zu outen in der Hinsicht, wie Sie sich da einschätzen und ob Sie sich vielleicht in der einen oder anderen Beschreibung da auch wiedererkennen und ob Sie Mitmenschen, mit denen Sie zusammenspielen, wiedererkennen und wieder, was da so zwischen Ihnen abgeht. Please come back. Mikro, okay. Ja, wer will was berichten, was nachfragen? Hier, bitte. Also bei uns haben sich 2 Fragen aufgetan, und zwar die eine, ob das quasi ein Persönlichkeitsmerkmal ist, ob man eher in die eine oder in die andere Richtung tendiert. Und die zweite, ob das parallel zu denken ist mit Introversion und Extroversion. Also, ich antworte, glaube ich, gleich, bevor wir Fragen sammeln. Wir müssen jetzt auch immer aufpassen, es lassen sich Konzepte nicht ineinander übersetzen. Das Problem hatten wir vorher auch schon. Ich arbeite da wissenschaftstheoretisch gesprochen mit sogenannten Katalogen statt mit Systemen. Das muss ich vielleicht ganz kurz ...
Moment, warte ich. Hier. Wenn man wissenschaftlich dran geht, dann kann man die Dinge voneinander unterscheiden. Das eine, also Extraversion, Introversion ist das eine Konzept, Intensitätsverstärker, Intensitätsverminderer ist ein anderes Konzept. Und wissenschaftlich würde man sagen, okay, wo ist, definieren Sie, also bestimmen Sie die Grenze, was ist das eine und was ist das andere? Und der Kulturwissenschaftler George Steiner hat gesagt, das ist randscharfes Denken, das ist gut für eine bestimmte Art von Wissenschaft. Wir aber, wenn man sich mit Kultur auseinandersetzt, braucht man kernprägnantes Denken. Also das, und das sehen Sie in diesen übereinanderliegenden Zieldingern. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben da statt Beratung hätten wir jetzt Extraversion und statt Therapie hätten wir Intensitätsverstärkung. Dann gibt es, je nachdem, was wir betrachten wollen, die Extraversion hat einen anderen Hauptpunkt, nämlich den, will ich mich nach außen zeigen. Das, wenn man Gunter Schmidt zum Beispiel anguckt, dann hat das ja sehr viel mit Intensitätsverstärkung zu tun. Aber es ist nicht das eine oder das andere, sondern je nachdem, von woher ich es betrachte. Ich sage, er ist ein Intensitätsverstärker und das geht einher mit seiner Extraversion. Jetzt kann man sich fragen, wenn er introvertiert ist, was er auch ist, ich kenne ihn ja als ein guter Freund, ist er auch dann ein Intensitätsverstärker. Die Art und Weise, wie er intensiv erleben möchte, wenn man Gomera in den Sonnenuntergang sieht, würde ich sagen, er ist ein Intensitätsverstärker. Ich werde ganz still und guck und er sagt, ah. Ja, da, und da, das ist aber jetzt nicht, um nach außen zu leben, sondern das ist, so lebt er seine introvertierte sein Selbsterleben. Also deswegen, ich sage immer, solche Konzepte sind wie Scheinwerfer. Und man guckt immer auf dieselbe Sache, nämlich die Situation, wo er Ha macht zum Beispiel. Und jetzt kann ich das Gleiche angucken unter dem Gesichtspunkt Intensitätsverstärkung oder am Gesichtspunkt Introversion versus Extraversion. Und es überlappen sich die Betrachtungsweise. Man kann nicht sagen, sind die identisch oder nicht identisch, sondern eher die Frage, wenn man es mit dem einen Scheinwerfer beleuchtet, was kann man da deutlich machen? Und wenn man es mit dem anderen beleuchtet, was kann man da deutlich machen? Und wenn man das so macht, muss man sich gar nicht so genau damit beschäftigen, wie der eine Scheinwerfer im Verhältnis zum anderen steht. Weil das ist eine Diskussion, die meist für die Erkenntnis der Sache nicht besonders interessant ist. Also das, Entschuldigung, das ist ein kleiner Exkurs in die Bildungsgeschichte, die in uns allen durch das, was wir unter... Wenn wir was genau wissen wollen, sagen wir, definier es mir mal. Und definieren heißt, wann genau hört es auf und wann fängt das nächste an. Und das ist eine Art zu definieren, indem man die meisten Dinge im Leben nicht versteht. Wenn man verstehen will, würde man sagen, würde man von außen dran gehen und sagen, wenn ich jetzt das, was ich da erlebe, mal probeweise mit dem Schema Intensitätsverstärkung oder Intensitätsverminderer angucken, zeigt sich dann ein Kontrast, der für das, was ich da machen möchte, irgendeinen Sinn hat. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, die ist aber auch wissenschaftlich, die ist kulturwissenschaftlich, die ist nicht naturwissenschaftlich. Also hermeneutisch und was man da haben, lange Traditionen dazu. Beantwortet das die Frage, obwohl ich es ganz außenrum beantwortet habe. Schön. Noch andere Reaktionen oder Fragen? Katalog und System, das ist, sollte in diesem Bild dargestellt werden. Die meisten Menschen, wenn sie umfassende Systeme zum Beispiel von Organisationen machen wollen, machen die Schaubilder, die sich kein Schwein merken kann. Ja, weil wir machen keine Schemata mit mehr als 5 Gesichtspunkten, weil die für die Praxis nicht relevant sind und weil die intuitiv nicht angeschaltet werden bei uns, wenn wir eine strukturell ähnliche Situation vor uns haben. Die sind einfach zu kompliziert dafür. Was wir stattdessen machen, ist ein Baukastensystem von Einzelkonzepten, von denen wir gar nicht genau klären, wie die zueinander stehen. Wo wir viel mehr klären, wenn man den Scheinwerfer anschaltet, was sieht man dann? Und dieses wissenschaftliche Vorgehen nennt man Katalog, Kataloge bilden und nicht Systeme aufbauen, die zueinander randscharf geklärt sind. Der andere Teil der Frage war der, ob das quasi in einem als Person angelegt ist, ob ich eher in die eine oder in die andere Richtung gehe.
Ja, danke, dass Sie mich erinnern. Das ist wie bei dem Ich-Es-Ich-Du-Konzept. Das eine ist, es gibt schon, jeder, wenn er auf sein Leben guckt, kann er im Großen und Ganzen Präferenzen feststellen. Aber es ist immer auch lebensphasen- und kontextbedingt. Und es kann sein, wenn ich in einer hektischen Mannschaft arbeite, dass ich der mir sagt, Leute, bleibt auf dem Boden, und der sozusagen reflexhaft relativ der stärkere Intensitätsverminderer bin. Und wenn ich in einer langweiligen Mannschaft bin, bin ich immer der, der sagt, Leute, nun, seht mal zu, dass wir ein Hintern hochkriegen, dass mal was passiert. Und dann können die in mir immer nur den Unruheherd sehen, und dann werde ich so ärgerlich, dass sie so verschlafen sind, dass sich das dann nachher polarisiert. Also da gibt es immer Kontext- und Systemeffekte. Und wie man drauf guckt, hängt immer... Ich bin kein Welterklärer. Ich bin jemand, der mit den Erkenntnissen, zu der er kommt, nachher was tun will. Ich frage mich immer, was will ich mit dem Instrument, mit dem ich mir jetzt gebastelt habe, um was zu verstehen, erreichen, und dann kann ich feststellen, taugt das Instrument oder taugt es nicht, und wenn es nicht taugt, nehme ich ein anderes. Und da kläre ich jetzt nicht, was der Zusammenhang von einem Schraubenschlüssel zum anderen Schraubenschlüssel ist. Mir reicht, dass ich lerne, in so einem Fall ist der eine Schraubenschlüssel nützlicher, weil er Folgendes leistet. Also ein sehr pragmatisches Verhältnis zu diesen Konzepten. Ja, ich habe noch eine Frage. Ich habe größte Mühe, mich einzuordnen. Also auf der einen Seite kenne ich mich so, dass ich Ruhe und Stille brauche. Auf der anderen Seite, wenn ich auf Gomera wäre, würde ich auch sagen, wenn ich einen Sonnenuntergang habe. Und ich würde mir wünschen, dass dann jemand um mich rum wäre, der das genauso erlebt. Aber also ich kriege mich da nicht sortiert. Also ich kenne sie jetzt ja gar nicht. Man muss einfach jetzt mal gucken, wie versteht man dieses H? Und ich verstehe es beim Grunde, ich glaube, er erlaubt mir, dass ich solche intimen Dinge und so. Ich verstehe es so, dass der Gunder sein Intensitätsverstärkerleben so intensiv betreibt, dass er dann, wenn er merkt, da ist auch was anderes, dem nicht ganz traut. Und dann macht er diesen, es ist schon schön besinnlich, aber gut, wenn ich noch ein bisschen Dampf drauf gebe. Was dann vielleicht, ich weiß nicht, ob das für ihn so ist, ich empfinde das als Minderung. Er vielleicht als Mehrung, müsste ich ihn mal fragen, das weiß ich jetzt nicht. Aber, und da fangen dann differenzierte Betrachtungen an, die das Schema natürlich nicht hergibt. Also ich glaube, dazu passt unsere Diskussion ganz gut. Wir haben darüber gesprochen, wie das in der Fremd- und der Eigenwahrnehmung ist. Also wenn ich meinen Mann fragen würde, wie ich so bin, dann denke ich, wäre ich der Intensitätsverstärker, während ich selber das eher als Minderung empfinde. Das heißt, ich mache zwar Aktivität, aber die ist von der Komplexität her vermindert. Also ich konzentriere mich auf eine Sache und schalte, was weiß ich, Radio, Beziehungen, Fernsehen, sonst was aus, um mich dann auf eine Sache zu konzentrieren, die ich aber im Tun und im Aktivsein und im Produzieren verbringe. Und deswegen konnten wir mit dem Konzept, das haben wir mit der Eigen- und der Fremdwahrnehmung nicht so ganz auseinandergebracht, weil, wie gesagt, mein Erleben ist Verminderung, aber ich kann mir vorstellen, dass das, wie es nach außen wirkt, Verstärkung ist. Also wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, dass es nicht so sehr Fremd- und Eigenwahrnehmung ist, sondern Kategorien verschieben, während Sie argumentieren. Weil das, was Sie jetzt mir geschildert haben, was Sie ausblenden, würde ich sagen, das ist Komplexitätsverminderung. Das heißt, also wenn ich Intensität meine, meine ich mehr energetisch. Also versuche ich die Sache ruhig und übersichtlich und leise zu machen, um Essenz zu spüren, oder versuche ich sie intensiv zu machen, damit es sich zeigt, was ich spüren kann. Also es wären eher so eine, auch metaphorisch umschrieben, eine Frage der Energiesteuerung. Das ist eine andere Frage als die, wie gehe ich mit Komplexität um? Und kann ich das, was man in der Verhaltenstherapie Containing zum Beispiel nennt, kann ich etwas, was mich im Moment überfordert, wenn ich das auch noch mit auf die Bühne tue, kann ich das hinter die Bühne stellen und dort lassen? Und es gibt ja Menschen, die schaffen sich komplexe Situationen, indem sie die Dinge, die nicht zum Spiel gehören, trotzdem nicht von der Bühne tun. Und deswegen ständig in einer übervollen Bühne sind, nach einer Weile einen Überblick verlieren, was wichtig ist für dieses Spiel.
Aber es gibt auch andere Menschen, die einfach so gut sind, genau zu sortieren, was sie auf der Bühne haben wollen, dass sie immer nur ein ganz bestimmtes Spiel dann spielen können. Und dann gibt es dann andere, die kommen dann und sagen, es wäre vielleicht ganz gut, man hätte noch ein paar Störfaktoren, damit derjenige vielleicht aus einer etwas sterilen Ordnung und Konzentrationsfähigkeit rauskommt und mehr Leben einfließen lassen kann. Aber da sind wir jetzt in anderen Betrachtungen, die dieses Konzept gar nicht mehr hergibt. Also da brauchen wir dann, wenn wir solche Überlegungen, also wenn Sie jetzt hier so eine Situation schildern, etwa in einer Beratung, dann würde ich sagen, okay, wem fällt denn welches Konzept ein, um zu beschreiben, was diese Dame von sich berichtet? Und dann gucken wir, und wenn wir das Konzept benutzen, können wir dann etwas beschreiben, was Ihnen einen Erkenntnisgewinn gibt. Und wenn nicht, sagen dann, schönes Konzept, bringt aber an der Stelle nichts. Und dann können wir vielleicht für die Fragestellung, ich habe jetzt versucht, mit zwei verschiedenen Konzepten, Komplexitätserhöhung, Verminderung und Intensitätserhöhung und Verminderung, und habe die in gewisser Weise unterschieden, mal versucht, können wir damit zusammen etwas anfangen, um das, was Sie Fremd- und Selbstwahrnehmungsdifferenz beschreiben, um das aufzuklären. Also auch da, wenn ein Schema nicht auf die Wirklichkeit passt, immer das Schema in Frage stellen und nicht versuchen, das Schema irgendwie da reinzukriegen. Das hat mich immer schon genervt, auch bei den Theatern. In welchem Ich-Zustand ist die Intuition? Intuition ist ein viel komplexeres Konzept und Ich-Zustandskonzepte eignen sich überhaupt nicht dazu, überhaupt irgendwas zu sagen. Aber der Mensch hat doch nur drei Ich-Zustände, sonst ist er doch gar nicht da. Jetzt ein bisschen polemisch, Entschuldigung. Aber ich habe da immer noch nicht ganz zugeheilte Wunden in mir. Ich bin ein Guru, sagen manche von mir. Ich nicht im Sinne von Selbstgefälligkeit oder Selbstüberschätzung. Aber mir hat mal eine indische Kollegin gesagt, you are Guru. Und ich habe gesagt, oh Gottes Willen, nein. Do you know what Guru means? It means remover of ignorance. Und so, okay, dann bin ich ein Guru. gehen wir vielleicht zum anderen Konzept noch? Ich habe jetzt sozusagen mein sehr viel stärker wissenschaftstheoretisch-kritischen Ansatz losgelassen und zeige Ihnen einfach an ein paar Beispielen, was wir daraus gemacht haben. Und dann spüren Sie wahrscheinlich, dann hoffe ich, dass Sie zumindest zum Schluss kommen, dass ich mir wahrscheinlich was dabei gedacht habe, aber was rausgekommen ist, einen Nutzen hat für Sie. Und deswegen will ich Ihnen jetzt zum Beispiel die Theatermetapher auch als Persönlichkeitsmodell vorstellen, auch eins ohne Psychologie. Wir haben in unseren Weiterbildungen lange versucht, mit Theatermethoden zu arbeiten, was sehr, sehr spannend sein kann. Das Problem ist nur, Theatermethoden machen so viele Verunsicherungen und Lerneffekte notwendig, um von Theatermethoden zu profitieren, dass es in einer Weise unökonomisch und für manche Menschen in ihrem Zusammenhang unzumutbar ist, obwohl das, wenn man das macht, man sehr viel davon profitieren kann. Deswegen haben wir in unseren Curricula Theatermethoden als Methodik wieder abgesetzt. Lange experimentiert mit Regisseuren und allem Möglichen. Was wir aber beibehalten haben, ist die Metapher. Weil uns interessiert ja immer, wie inszenieren Menschen Wirklichkeit, unabhängig vom aktuellen Stück, das sie inszenieren, oder ist es viel interessanter zu gucken, welchen Stil haben sie überhaupt, für welche Stücke interessieren sie sich überhaupt, welche Rollen würden sie eigentlich gern einnehmen, auf welche Bühnen zieht es sie. Und daraus haben wir jetzt ein einfaches Dialogschema gemacht. Wenn jemand sagt, ich bin nicht glücklich mit meiner Rolle, mit dem, was ich in dem Unternehmen erreichen kann, dann kann das ja sein, dass ihm das Stück nicht gefällt, wie das gespielt wird. Ja? Der hat eigentlich fachlich einen interessanten Job, sagen wir, ist bei Zeiss und kann dort spezielle Optiken entwickelt. Der Teil wäre eigentlich klasse. Das Problem ist nur so, er erlebt die Art der Inszenierung dieses Stückes so, dass jeder vor sich hin arbeitet und man nicht zusammenspielen kann dabei.
Also es liegt nicht daran, dass ihm das Stück im Prinzip nicht gefällt, sondern die Art der Inszenierung gefällt ihm nicht. Okay, wenn ich was ändern möchte, muss ich nicht ein anderes Fach haben, sondern gucken, ob ich Einfluss nehmen kann auf die Inszenierung oder mir eine Bühne suchen, in der andere Inszenierungsgewohnheiten üblich sind. Oder er sagt, eigentlich die Inszenierung ist ganz gut, aber die Story, also das, was man den Plot nimmt, die gefällt mir nicht, weil es wird eigentlich alles auf das Endergebnis angelegt. Also das Finale ist das Entscheidende und fast immer ist das Ende der Story, irgendjemand hat ganz viel Geld verdient. Aber das ist eigentlich nicht die Story, in der ich mitspielen möchte, ja? Bitte? Jede Wirklichkeitsinszenierung, und das ist das Schöne an dieser Theatermetapher, jeder hat sofort Ideen, dass das Komponenten sind, die wichtig sind, um eine Inszenierung zu verstehen. Und wenn die Inszenierung neu inszeniert werden soll, kann er sich fragen, okay, auf welcher Bühne machen wir das denn? Machen wir gleich eine GmbH oder fangen wir mit einer Partnerschaft von zwei Freiberuflern im Nebenjob an? Ganz andere Bühne für dasselbe Vorhaben? Will ich das eigentlich als Auftragsnehmer, Freiberufler machen oder möchte ich gern Unternehmer werden und Strukturen aufbauen, die dasselbe Business voranbringen? Also in welcher Rolle will ich das eigentlich spielen? Wie stelle ich mir die ganze Rollenverteilung vor? Wie stelle ich mir vor, dass das Stück eingeübt wird? Also da kann man mit der Metapher der Neuinszenierungsregie arbeiten. Im Theater ist es so, dass die Leute, die ein Stück neu inszenieren, ganz andere Kompetenzen brauchen als die sogenannten Tagesregisseure, die nachdem das Stück eingeübt ist, nur dafür sorgen müssen, dass es die Qualität behält. Also auch da kann man zum Beispiel, bin ich eher ein Neuinszenierungsregisseur oder bin ich eher ein Tagesregisseur? Die meisten, wenn sie ehrlich sind, müssen zum Schluss kommen, ich bin ein ganz guter Regisseur, aber ein Tagesregisseur. Von mir kann man keine Neuinszenierung erwarten. Also kann man sich darüber auch unterhalten. Und nicht, weil jemand gute Tagesregie führt, der sagt, er kann führen, der hat strategisches Talent, der kriegt jetzt eine Neuinszenierung. Der soll jetzt ein neues Geschäftsfeld mit einem neuen Produkt, einem neuen Kundenkreis aufbauen. Und das ist jemand, der kann Neuinszenierungsregie gar nicht machen. Oder er kann vielleicht den Plot schreiben, aber er ist nicht der Typ, der dann rausfindet, wer kann da spielen. Und kann ich mit denen abklären, ob das wirklich zu denen passt. Und von daher kann man einfach Persönlichkeit, jetzt im Sinne dieses Rollenmodells auch sagen, ist ein Portfolio von Stücken, in denen ich spiele, in die es mich zieht oder die ich aufsuche. Manche Leute fragen sich, warum sie an jemanden die gleichen Stücke geraten, ne? Wo sie doch angeblich immer was anderes spielen wollen. In welche Rollen zieht es mich? Welche nehme ich mir? Für welche bin ich qualifiziert? Welche werden mir von außen zugeschrieben? Welche werden an mich abgedrückt? Übernehme ich sie dann? Es kann sein, dass das Stück das Richtige ist, aber ich habe die falsche Rolle. Ich spiele immer den Diener vom Don Juan, aber eigentlich könnte ich viel besser den Don Juan spielen. Und dann wird mir das Stück auch gefallen. Oder andere sagen, ich muss immer den Don Juan spielen, ich bin ehrlich ziemlich überlastet. Aber den Diener, der kann an dem ganzen Teil haben, der muss aber nicht immer an die Front. Das wäre eigentlich eine gute Rolle für mich in dem Stück. Oder sagen, okay, wir spielen das Stück, wir sind einfach gut, das auf kleinen Experimentalbühnen zu spielen, wo es jeden Abend anders und neu und interessant ist mit Leuten, die darauf eingestellt sind, dass sie sowas machen. Und da können wir das auch. Wir versuchen das im Staatstheater, im Großen Haus, eine ganz andere Nummer, da passen wir nicht hin. Also manchmal kann alles stimmen, nur die Bühne stimmt nicht. Oder manchmal kann alles stimmen, meine Rolle stimmt nicht. Oder manchmal kann alles stimmen, aber meine Story stimmt nicht. Oder die Story und die Bühne stimmt nicht. Die Rolle und der Inszenierungsstil, die stimmen aber. Und
soweit als Persönlichkeitsbetrachtung, dass ich, wenn jemand mich engagieren möchte, dem eigentlich ziemlich gut erklären kann, dann bin ich wieder bei Bedienungsanleitung. Wenn Sie dauerhaft an mir Freude haben wollen, bitte nehmen Sie Folgendes über mich zur Kenntnis. So kenne ich mich. Das kann der andere sagen, ich sehe aber etwas in Ihnen, was Sie vielleicht bisher Ihnen auch im Traum noch nicht eingefallen ist. Und ich merke, da könnte was dran sein. Dann können wir darüber verhandeln, ob wir es probieren. Und dann kann ich dieses Schema verwenden und sagen, okay, ich würde es gerne probieren, aber bitte erst auf kleiner Bühne. Sagt er, nein, wir machen jetzt gleich die Wende vom, wie hat ein großer Konzernchef von mir gesagt, wir sind noch im Mittelalter, wir müssen in die Neuzeit katapultieren. Und wir können nicht ein kleines Experiment machen, ob wir das überhaupt können, wir müssen das gleich weltweit ausrollen. Ja, und dann sagt er, das ist ein bisschen zu große Bühne für mich. Vielleicht wird da die Premiere schon im Fernsehen angekündigt, bevor wir überhaupt angefangen haben zu überlegen, wie wir das Stück trainieren könnten. Da hat nur jemand bisher eine Idee, dass er berühmt werden will. Aber die Idee, welche Qualität das Stück haben soll, die hat offenbar niemand und meint auch gar niemand zu brauchen. Also Sie merken, ich fange schon einfach an zu fabulieren in Begriffen dieser Metapher. Und da ist schon und es ist so, dass ja ganz verschiedene Beteiligte ganz verschiedene Vorstellungen davon haben. Und dann braucht man eine Sprache, wenn man Passungsverhandlungen machen möchte. Und wenn man dafür keine Sprache hat, wo die etwas mit der nachfolgenden Wirklichkeit sehr nah und anspürbar zu tun hat, dann verabredet man Sachen. Aber wie die in die Welt und in die Wirklichkeit kommen sollen, bleibt völlig unklar. Deswegen ist es einmal ein Persönlichkeitsmodell und Sie sehen es hier auch als ein Kulturbegegnungsmodell. Ja, Daimler kauft Chrysler. Dann kann man doch schon mal drüber reden, welche Stücke auf welchen Bühnen, mit welchen Rollen bisher gespielt wurden und ob die überhaupt zusammenpassen. Bevor man es kauft, hätten sie vielleicht besser gemacht. Und wenn man es schon kauft und fusioniert, dann hat man eine Sprache dafür, okay, so wie das Ampelmännchen, das wir jetzt von der DDR übernommen haben, was übernehmen wir von euch, was übernehmen wir von uns, wer kann sicherstellen, dass das in der Qualität, in der es bei euch da war, beibehalten, aber integriert wird in das neue Set. Also wer kann es, wenn da neue Rollenträger in das Spiel mit reinkommen müssen, wer instruiert die? Wer gibt denen ein Gefühl dafür, wie da gespielt werden muss? Also auch, das ist auch eine Sprache und da braucht man keine Psychologie dafür, obwohl die Auswirkungen, wenn man das nicht macht, psychologisch natürlich sehr intensiv bearbeitet werden können. Das Einzige, was man braucht, ist Dialogkultur, die natürlich psychologisch beschrieben Qualitäten haben sollte. Aber man braucht keine Psychologie, um diese Dialogkultur in Szene zu setzen und eine Didaktik dafür zu entwickeln. Obwohl es sehr persönliche Auswirkungen hat, denn die Menschen finden sich dann da drin mehr oder weniger wieder und es hat unmittelbare Auswirkungen auf den Erfolg von Innovationen. Das wissen alle, dass wenn die Menschen nicht mitgenommen werden bei Innovationen, dann laufen sie gegen die Wand. So, dann würde ich Ihnen auch da jetzt noch mal ein paar Minuten gönnen, zu sagen, nur mal kurz dem anderen sagen, also Stücke, in denen ich häufig spiele, kann ich ausmachen, oder Rollen, die ich häufig einnehme, kann ich aufmachen. Wenn ich mein Leben so beschreibe, auf welchen Bühnen ich mich eigentlich rumtreibe, dann kann man mein Leben so beschreiben oder meine Persönlichkeit, dass es sich kurz mal gegenseitig vorstellen in Begriffen dieser Theatermetapher. Und der andere hört einfach zu und guckt, ob er was versteht an Persönlichkeit. Und in diese Metapher sagt halt, das ist dann das Leben, es gibt keine andere Persönlichkeit als Leben auf Bühnen der Welten, in denen ich mich bewege. Ein paar Minuten. Immer unheimlich viel Dialog auslösen, der auch so schnell nicht erschöpft ist. Aber es soll ja nur ein Appetizer sein. Wir haben noch ein paar Minuten. Gibt es noch
Nachfragen, Kommentare zu der Erfahrung, die Sie gerade gemacht haben? Das kommt übrigens dazu, dass auch unheimlich viel Lachen und Gelockertheit bei diesen Konzepten leicht auftritt. Es kriegt auch schon von daher auch was Spielerisches. Ja, nochmal nach. Mag jemand noch was kommentieren, nachfragen zu diesem Konzept? Ja, also mir ist jetzt in den Sinn gekommen, aber das betrifft teilweise wahrscheinlich auch mich oder teilweise meine Frau, die als Lehrerin auf unterschiedlichen Bühnen aktiv ist und wo ich gerade mit ihr diskutiere, auf welchen Bühnen gefällt es ihr? Also welche Art von Regie ist so, dass sie gut damit arbeiten kann? Und wo wird sie einfach nur blockiert? Also konkret die Art und Weise, wie der eine Direktor, wo sie in einer Schule ist, seine Funktion ausfüllt, mit welchem Stil und welchem Inhalt er das ganze Ding leitet, ist so, dass es ihr nicht so gut geht dabei, obwohl sie gern in dieser Rolle drinnen ist, auf dieser Bühne ist. Ja. Und an einer anderen Schule, wo sie auch tätig ist, wo sie merkt, die Regisseurin dort vertritt denselben Stil, den sie auch für richtig empfindet und auch mit einem ähnlich pädagogischen Konzept. Also das Drehbuch passt auch besser zu ihr und das macht es natürlich nicht einfacher, wenn du zwei solche Bühnen erlebst und den Unterschied auch immer wieder spürst tagtäglich. Das zieht dich dann natürlich stärker auf diese andere Lebensbühne. Ja, da kommen wir natürlich jetzt zu jede Menge Inhaltsfragen, die sehr komplex sind. Diese Schemata geben dazu keine Antwort. Sie geben nur Kommunikationsinstrumente, dass wir uns verständigen können darüber, wenn wir solche Fragen diskutieren müssen, dass wir wenigstens eine anschauliche und einigermaßen geordnete Sprache haben. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Metapher, um solche Phänomene zu beschreiben. Genau. Worum es dann eigentlich geht und ja. Genau. Also wir sind nicht in Ansätzen fertig geworden, aber ich frage mich, wie könnte man dieses tolle Rad zum Beispiel für Teamtrainings verwenden? Da hat man ja dann, ja, sagen wir mal, das Team hat 10 Leute nur, dann hat man sozusagen 10-mal auch diese Komplexität der Rollen. Und wie könnte man das verwenden, um dann auch einfach ein gutes, konstruktives Miteinander zu inszenieren? Ja, das sind natürlich jetzt teamentwicklungsdidaktische Fragen, die das Schema natürlich auch nicht lösen kann. Aber was wir zum Beispiel machen, da werde ich morgen ein bisschen Bezug drauf nehmen, ist, dass wir sowas im kristallisierenden Verfahren machen. Wir lassen nicht von allen alles Material produzieren, weil dann alle drin ertrinken, sondern wir überlegen schon, wer sind die Schlüsselfiguren für mögliche Inszenierung oder wer sind Protagonisten von Arten Theater zu machen oder nicht und lassen die zum Beispiel in der Fishbowl mal miteinander reden und die anderen arbeiten parallel mit. Und auch da ist es ja so, metaphorisch kann Komplexität ja dann sehr reduziert werden. Wir müssen das auch nicht immer ganz durchdeklinieren. Und ja, also das leistet natürlich so ein Schema nicht, aber so ein Schema kann einem eine Sprache geben für eine sinnvolle Didaktisierung solcher komplexen Fragestellungen. Dann, weil wir jetzt gleich pünktlich aufhören, nur noch zum Schluss etwas, wozu ich jetzt noch nicht ausführlich gekommen bin, was ich an dem Vortrag schon angesprochen habe. Der ganze Bereich der narrativen Verfahren. Nachdem wir solche Sprachschemata in uns aufgenommen haben, die auch die Intuition sehr gut verwaltet, haben wir eine Möglichkeit, das ganze Spektrum auch der eigenen Intuition zu nutzen. Und dann tauchen viele Kombinationen in uns als Bilder auf, die der andere auch komplex begreift, ohne sie zerlegen zu können. Und deswegen haben wir sehr viele narrative Verfahren, die wir lehren und die wir auch nutzen für die Professionalisierung, wie Traumanalyse kollektive Traumanalyse, nicht im Freudschen Sinne,
habe ich im Vortrag schon erwähnt, wir machen Storytelling-Übungen. Die Leute entdecken unglaubliche Fähigkeiten in sich, in einer Geschichte zu erzählen, wie sich eine Wirklichkeitsinszenierung entwickeln könnte. Und die anderen kapieren intuitiv sofort, was da alles drinsteckt, ohne dass es ausbuchstabiert werden muss. Und ich wollte Ihnen zum Abschluss einfach da auch nochmal jetzt mit Rückbezug auf den Vortrag zwei Menschen vorstellen. Das ist war der eine und das ist der andere. Der eine ist Wolfgang Loos, den Namen kennen vielleicht viele, einer uralt Freund von mir und einer der Pioniere der Coaching-Szene. Das ist er natürlich nicht, sondern das ist ein Bild, das er ziemlich ähnlich mal auf einer Tagung bei uns zum Thema was sind meine Wirklichkeiten gebracht hat. Und er hat gesagt, er weiß nicht, wie es kommt. Andere haben total schicke Projekte in Konzernen, die total moderne Sachen machen. Und er macht immer die Kernarbeit mit Unternehmen, die von nichts eine Ahnung haben. Und das scheint irgendwie der Daimon in ihm intuitiv zu suchen und andere wählen ihn genau dafür. Er kriegt noch nicht mal viele andere Angebote. Das Feld hat wie ein großes Sensorium zu wissen, was seine Bestimmung ist und wo er sichtlich, und er klagte gerne ein bisschen darüber, aber mit Genuss. Und das war das Bild. Und dann kann man sich eben über solche Bilder unterhalten. Und das war das heute von mir erwähnte Bild zu meinem Zirkusdirektor, einer meiner mythologischen Figuren im Hintergrund. Und das Interessante war, und da sind wir wieder bei Feldern, die wir nicht buchstabieren können. Ich war in einer Gruppe in Zürich, die mich gar nicht kannte. Und da hat, und es war mein letztes Seminar, ich gebe keine Seminare mehr, nur mal so, um Dinge zu erläutern. Und da hatte ein Teilnehmer sich morgens zum Traum gemeldet und der Traum war über einen Zirkusdirektor, der Abschied nimmt. Der wusste aber nichts von meiner Zirkusdirektorennummer. Und zwei Tage vorher hatte ich von einer anderen Gruppe, die ich abgeschlossen gehabt habe, brachte mir eine Teilnehmerin dieses Bild und sagte, das hat mir mein 10-jähriger Bub für dich mitgegeben. Der kennt dich nicht. Und er sagt, weißt du, was ich für ein Ding mit Zirkus habe? Ich sagte, nee, wieso? Okay, das größere Feld scheint es zu wissen und wir alle sind Spieler in einem Spiel, das wir nicht ganz durchschauen. Aber wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Ich danke Ihnen.